Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was wir mit den gewaltigen Iridium-Vorräten machen sollen, die wir hier so finden. Unser Auto lebt ja noch. 10.000 Dinger. Was, 10.000 Dinger? 2.000. Ach, da vorne ist ja schon die Höhle, wo wir hin sollen. Hier, das wollte ich eigentlich gerade zeigen. Das ist meine neue Waffe, die ich gerade gefunden habe. Also, neu ist sie nicht, werde sie nicht verwenden, aber weil sie... Granatwerfer? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aber... Sieht irgendwie geil aus. Ja, sieht aber auch nur geil aus, es macht keinen Schaden. Das ist schrottig, das Ding. Nehmen wir mal an, das ist kein Freund hier. Was? Wo hast du neue Freunde gefunden? Wieso du mich... Gehören da Sumpfskark? Ja, der... Der Fug? Eine Schrotflinte braucht man da verdammt lange zum Nachladen. Was schönes Geräusch macht die. Sehr mächtig. Ja. Ich mach nichts. Ja, ich renn durch. Ja, warte, das krieg ich hin. Alles gar kein Problem. Der Albinuskack. Ach toll, jetzt muss ich doch was machen. Warum? Ja, mein Geschütz ist weg. Ach so. Ja, das ist ja aber deine eigene Schuld. Oh. Oh, also manchmal liebe ich diesen Bonus hier. Irgendwie stehe ich hier schon wieder in der Farbe und bunt und ich sehe mal gar nichts. Also ich habe irgendwelche Effekte auf mir drauf. Ich habe hier totalen Tunnelblick. Komm, nimm mir und das auch und dann. Da hüpft die einfach durch. Mal sehen, wir meine Schrotflintenmunition alles. Ist ja bald soweit. Wenn ich so weitermache. Oh, ein Kammersymbol. Yay. Kult der Kammer. In diesem Level gibt es 4 Kammersymbole. Hier ist ein Medikit. Oh, super. Ich glaube, wir haben noch in keinem einzigen Level alle Kammersymbole hier. Oh, guck mal, hier hinten ist noch so ein Handding ist Bummes. Ja. Haben wir hier? Die Handteile kann man noch nicht. Nee, kann man nicht anklicken. Nö. Achso, was hast du? Wo? Was hast du? Ach, da hinten. Da an der Wand. Mhm. Was auch immer es zu bedeuten hat. Ja, auf jeden Fall von der Schrotflinte hier bin ich ja nicht übermäßig begeistert. Mördering, auch keine Ahnung. Eigentlich 2510 Schaden für Maschinengewehr ist eigentlich ziemlich gut, aber irgendwie kommt auch von nichts an. Genau. Weißt du dich mal mit der. Ich hätte ganz gerne eine, die halt Auto feuert. So Vollautomatik. Hast du nicht? Was hast du nur für Maschinengewehre, dass die nicht Automatik sind? Na, eine ist halt nicht so. Das ist wie doof ein Gedanke, war. Was ist denn das für ein Fernseher? Was ist ein Fernseher? Röhrenmonitor, um genau zu sein. Alter! Springt der hier einfach hoch? Ja, Alter. Naja, der hat den ganzen Weg nach oben, guckt gerade so runter, dachte mir so, jetzt ist, zeigt die Ruhe weg und kann hier den sicheren Schuss setzen und dann sowas. Weil wir irgendwo hier, Urinpfützen aufwischen sollen. Irgendwelche Ideen, wie so eine Urinpfütze aussehen könnte? Naja, guck mal, was du da rumdümpelst. Das ist Säure, das ist was anderes. Das ist komplett anders. Boah, ich glaub. Warte mal, muss er hier irgendwo. Er meint ja hoffentlich nicht den riesen See da unten. Das zählt nicht als Urinpfütze. Du bist ja immer noch da. Ich habe Geschütze, die für mich arbeiten. Ja, ich merke das schon. Also gerade nicht, aber. Ich muss ja ein bisschen. Entweder ist meine Waffe einfach nur scheiße oder. Ja, irgendwie, unsere Waffen sind gerade nicht so ganz auf der Höhe der Zeit. Die für irgendwo. Nee. Was sind die denn hier alle? Es gibt Radios. Also hier stehen irgendwelche Gegenstände rum, die Pfützen dran haben. Blauer Stahl. Warte mal. Ach so, in dem ganzen Gebiet hier. Ich denke jetzt mal, die Fernseher da oben. Warum muss man die jetzt ernsthaft in der richtigen Reihenfolge anklicken? Ja, bitte nicht. Weil die Fernseher, die da oben. Oh ne. Ich hätte die Dinger hier oben müssen auch noch sauber gemacht werden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich keinen Schaden mache.
Aber zumindest diese komischen Transfusionsgranaten sind ziemlich geil, dass die heilen, wenn die Schaden machen. Und dass sie wie so eine Insektenfarm durch die Gegend fliegen, ist auch nicht schlecht. Verdammt mich. Nein, ich muss mich zu verlangsamen, die komischen Viecher. Ey, ich sehe gerade gar nichts. Also, die meiste Zeit verbringe ich echt gerade damit, komplett geblendet durch die Gegend zu latschen, weil ich überhaupt nichts mehr sehen kann. Weil irgendwelches Zeug mir über den Sicht liegt. Warte mal, hier hinten. Aber man muss es übrigens tatsächlich in Reihenfolge machen. Ernsthaft, ja. Was ist das hier? Super Badass Säure Sumpfskark. Ach du Scheiße. Ich bin schon mehr gelevelt. Mhm. Deine Fernseher haben leider nicht das Zeug drin. Das ist natürlich sehr schade jetzt. Was habe ich jetzt ein bisschen gebaut? Was denn? Du hast Freunde mitgebracht. Nein, ich niemals. Vielleicht ein bisschen. Und ich sterbe hier. Boah. Oh, das ist auf jeden Fall die falsche Waffe. Bei dir macht's Ding, wenn ich das. Ja, die komischen Wilden. Oh, verdammt. Kriegst du das alleine gebacken da? Naja, das einzige Vieh, was noch liebt, ist der Super Badass Säure Sumpfskark. Und das zieht sich hin, bis der tot ist. Wahrscheinlich noch so 3, 4, 5, 20, 100 Magazine. Oh Mann, ey, der nimmt gar keinen Schaden. Wow. Oh, wenn du mit drauf schießt, geht er doch halbwegs schnell kaputt. Das war's? Oder explodiert? Achso, gut. So, da irgendein. Irgendwas müssen wir hier noch sauber machen. Ach, guck mal, wie viel Schaden die Granate macht. Alter, ist ja mies. Ja, die hat noch den schönen Effekt, das macht das, was meine andere Granate vorhin auch hatte, dass die Leute an sich ranzieht. Mhm. Dann, siehst du hier irgendeinen Gegenstand, der noch so ein grünes Zeug dran hat, den wir noch sauber machen können? Oh, verdammt. Die Skags reißen hier auch nie ab, der Strom von denen. Blöden Viecher hier. Entdeckt, ja. Irgendein Brausgegenstand, den müsst ihr noch rumliegen. Der hat so ein komisches grünliches Zeug, ist das dran. Ne? Das ist dann die Urinpfütze, die wir sauber machen müssen. Einen müssen wir nur noch. Mhm. Ich dachte halt bis eben, dass die Fernseher da oben sind, das so als gemeine Spitze, dass man die erstmal finden muss, weil man da erstmal hochjumpen muss, aber. War nicht so. Nee, was ist denn das da vorne für eine Stereoanlage? Ist die gut? Ja, aber irgendwie kann ich nicht anklicken. Nee, dann ist sie sauber. Der Bereich. Das nennst du sauber? Ja, so relativ sauber. Ah, das hier oben sieht sehr danach aus. Das Zeug ist übrigens gelb. Okay, du hast es geschafft. Komm wieder her, du verwirrte Waffenschwingende Pulskraft. Oh ja. Die Vomitus-Skarks sind echt hässlich. Alter, lass mich mal beruhigen hier. Wir haben nur 10 Lebenspunkte. Oh, wir haben Besuch, würde ich sagen. Da unten noch mehr? Oh. Habe ich ja schon erwähnt, dass ich meine Granaten total lächerlich finde, weil die einfach in die Luft. Ich die einfach in die Luft werfen kann, die einfach losfliegen. Das ist total geil. Und dann heilen sie mich noch. Ich weiß gar nicht, ob sie dich auch heilen. Mhm. Weil ab und zu fliegen ja so eine Heilding auf dich zu, weil das ist, wenn ich jemanden hochgehoben habe und dann ist das Vieh dann stirbt. Und die Heilgranaten. Oh, was? Ja. Ey, manchmal. Oh Mann. Mhm. Danke. Hättest du denn Sunny nicht on Tour? So, dann bitte, da haben wir es doch. Da geht's down, das Vieh. Ja, wie 5000 Schaden, ey. Aua. Was ist denn das hier für ein Vieh noch? Wo kommt das auf immer her? Ja, dem wird jetzt eingenebelt hier. Ja, schneller Granate. Wuhu, ich bin wieder voll geheilt. Oder fast. Na. Haben wir's dann? Ey, das ging nicht schön. Einfach da haben wir noch einen Skillpunkt auf beschwingt. Und dann ist gut. So. Ich wollte doch eigentlich gerade meine Pistole ausprobieren, die ich gerade gefunden habe.
die wahrscheinlich eh Schrott ist, aber ich möchte trotzdem ausprobieren. Wo ist die denn jetzt hin? Ach, da. Oh, die ist richtiger Schrott. Ja. Naja, die verbraucht da 2 Schuss pro Schuss. Aber macht halt relativ viel Schaden. Also 5700, aber meine komische Explosivkniff, die nur 4500 Schaden macht. Ist halt irgendwie konstanter, was das angeht. Meine macht hier irgendwie 2000 Schaden. Oh, freu dich doch. Ja, die habe ich ja auch hier im Torch-DLC gekauft. Für diese komischen Torch-Punkte. Hättest du mal auch machen müssen. Da waren teilweise ein paar gute Explosionswaffen dabei. So, was haben wir hier noch für Missionen? Wir haben noch mehr. Ja, wir haben ja hier, das hier hatten wir noch. Das ist aber ganz woanders. Nakama Yaraya. Ja, genau, das ist das. Da müssen wir. Da ist, mal kurz auf der Karte gucken. Wo müssen wir hier noch überall hin? Für. Das ist ja gar nicht weiter. Also, der erste ist, da waren wir quasi schon. Da dürfte nicht allzu viel Kropfzeug rumlaufen. Vielleicht, aber irgendwie spawnen die hier relativ schnell nach. Habe ich ja manchmal das Gefühl. Was, die sind alle schon wieder da? Gott. Zum Kotzen. Kann das sein, dass du gerade doof in der Gegend rumstehst und gar nichts machst? Ich guck runter aus dem Radar. Ja, ist, Alter, das ist ja richtig, nennen wir das mal Besuch mitgebracht. Naja, also, so würde ich das jetzt auch nicht ausdrücken. Also, ich habe ja, das war wirklich ganz harmlos. Also, ich bin mir da auch keiner Schuld bewusst. Und ja, nein, ich hab, ich bin daran nicht schuld. Bin völlig unschuldig. Was haben wir hier noch? Skalionknecht? Egal, ich schaffe. Nein, lass mich alle in Ruhe, ich will das Tagebuch haben. Ich bin der traurigste Mensch auf Pandora. Handsome Jack. Schon wieder Besuch. Ein Kammerjäger hat mich kaltblütig getötet. Ich werde nicht drohen, bis ich Handsome Jack zurückgebracht und den Kerl gekillt habe, der ihn getötet hat. Das ist nicht blau, da war da oben. Also dieses Skalion, die sind nur noch gepanzert, ach hey. Ja, der ist auf jeden Fall überhaupt nicht weinerlich. Skalion-Knecht. So. Diese komischen Skorpion-Löwenviecher sind ja an sich nicht besonders stark. Aber wenn die hier aus ihrer Höhle gekrochen kommen, sind die auch doch ganz recht listig. So, egal, wir sind ja durch. Wir müssen, naja, weißt du noch vorhin, wo wir so eiskalt andauert gestorben sind? Ja. Da müssen wir hin. Super. Da kommt Treulo. Ja, wir müssen da nämlich oben aufs Haus hoch, weil da lag nämlich das letzte Tagebuch-Ding. Und da rennt mindestens ein Priester rum und wir werden es auf keinen Fall niemals. Oh Gott. Hey. Freunde. Ich glaube, das ist gut gemacht. Dafür, dass wir gerade noch mit normalen Waffen draufgeschossen haben und ganz schön Schaden genommen. Guck mal, ein Bett ist wilder. Ja, ich habe eine Waffe nachgeladen. Ich glaube, die nehmen jetzt auch mehr Schaden, jetzt wo Level 44 sind. Weil die nehmen ja auch weniger Schaden, wenn du ein Level drunter bist unter denen. Okay. Ich glaube, jetzt sind so Chancen schon wieder erheblich gestiegen. Toll. Das war unser Ticket hier raus, ne? Unser Ticket raus? Oh. Ja. Ja. Ja, wenn ich so sehe, was so andere Dinger hier an Schaden aufnehmen von uns. Ja. Traumzeit? Ich hab's gleich soweit. Ich muss noch eine schöne Farbe finden. Nova-Stern. Traumzeit ist, glaube ich, schön. Digga, du kratzt da gleich ab, ja? Nein. Ja, danke. Oh, da ist ja noch so ein Priester. Warte mal, der nimmt wahrscheinlich keinen Blitzschaden, oder? Doch. Der nimmt alles. Boah. Alter, diese Kugeln, wie schnell die auch fliegen. Mach mal lieber das Luftschiff. Ja, ja.
Was haben die denn eigentlich für ein Geschütz drauf? Weiß ich nicht. Na, anscheinend keine Blitzkugeln, sonst wären wir nämlich schon tot gewesen. Jo. Aber eigentlich können wir uns auch jetzt sparen, alle umzunieten. Wieso? Ach. Meinst du, jetzt mit den Blitzkugeln sind wir immer, oder was? Sind wir auch. Aha. Ah, ja. Also irgendwie sehe ich nicht, dass hier irgendwas umkippt. Ja, aber ich ohne Strafe, weil du dich immer so bewegst hier. Danke. Das sind Ausweichbewegungen, weil... Wofür? Ich weiß nicht, ob du... Oh, guck mal, auch... ich würde sagen, der... Na komm. Ah, jetzt. Tum. Oh, die haben Blitzkugeln. Mhm. Die haben eigentlich schon genug drauf, wa? Ja. Warum lebt ein Ragandos schon wieder? Jo. Mal gucken, ob er Elektroschaden nimmt. Ja, wenn ich, Ich treffe den also nicht so gut. Jo, hab jetzt getroffen, aber das sieht jetzt nicht so pralle aus. Wie sterben die gerade? Ah, ich versuche mal eine Schleife zu fliegen. Wir fliegen wir eigentlich wirklich wieder? Doch, ja, wir haben auch Protopeller unten. Ja, doch, wir fliegen. Was schießt du eigentlich? Fliegt der dort her? Oh Gott! Ich dachte, wir sind hier halbwegs in Sicherheit. Wow! Warum lebt ihr das Drecksvieh eigentlich schon wieder? Ja, sollen das ist ja nicht wissen, wie viel Dinger das Ding schon geschluckt hat hier. Ja, irgendwie respawnt hier alles in diesem DLC. Das ist ja. Ja, schon wieder besucht hier. Ja, die gehen aber zum Glück relativ leicht kaputt. Guck dir mal, wie schnell die kaputt gehen, sobald die drei Kugeln dran haben. Die explodieren ja quasi nur noch so vor sich hin. Also das einzige Problem sehe ich echt in Ragandos. Die jetzt aber auch nicht gerade so überragend gut trifft. Vor allem droppt der jetzt nochmal einmal was Gutes, oder? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist ein Bug, dass der nochmal kommt. Also ich glaube nicht, dass es so vorgesehen ist, dass es viel andauernd wieder da ist. Ja, es ist einfach noch riesig. Wow, was ich dabei gedacht habe. Naja, so wie bei allen anderen auch. Einfach nichts. Vielleicht. Egal, ich fahre jetzt einfach zu der anderen Bude, lass diesen komischen Riesenrag da Riesenrag sein. Ist ja schlimm hier. Vielleicht, wenn wir schnell genug durchrennen. Weiß ja nicht, aber. Das Vieh ist uns gefolgt, würdest du mir gerade sagen? Ja, und ich glaube, das mag nicht unser Auto. Hier ist eine Spawnstation, das ist kein Problem. Kannst du mal bitte? Ja. Das Problem ist mir bewusst, ich weiß bloß nicht, ob... Oh Gott. Wo bist du denn? Danke. Wenn ich jetzt... Wo bist du? Ich stehe hier am Super Badass Wilden. Oh, du bist ganz oben? Ja, ich wollte doch das Tagebuch holen. Das war mir ziemlich wichtig. Lass mich einfach sterben, das ist gut so. Okay. Aber hier oben steht halt der Teufelsmediziner, der die Viecher die ganze Zeit hochheilt. Aber das ist ein wenig kompliziert, die Viecher tot zu kriegen, wenn... Aua. Also, du kriegst den... Oh. Was denn? Boah, ich bin woanders wie respawned, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin mich vorne am Eingang rausgekommen. Oha. Aber das ist gar nicht schlecht. Mhm. Versuch da mal irgendwie Abbruch zu machen. Ich verkaufe das 5Z-Waffen. Du schaffst das schon. Was? 23.000. Ich bräuchte eher Waffen mit 100.000 Schaden. Feuerstoß während des Zooms. Drecksschrotflinte. Komm, hier, so ein Schild-Sniper brauche ich auch so gut wie nie. Das Ding war Schrott. Das Ding war Schrott. Ebenso Schrott. 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 Schießklasse? Nee. Ach komm. So. Wie geht's hier so? Soll ich dich abholen fahren? Noch lebe ich. Ja, ich komme dann bald mal.
Wie geht's eigentlich Raganos? Das hier ist da irgendwo rumgeschwebt. Hat neue Freunde gefunden. Ist rumgeschwebt? Hab rumgeschwebt? Schwebt rum? Ach, du bist ja da oben. Wo sind die ganzen Priester hin, die hier immer rumstehen? Ah ja. Also die Blitzwaffen machen tatsächlich gut Schaden, auch an die Typen da. Wie ich das gerade so sehe? Uhr. Ist ja die wahre Pracht. Da hinten hast du neue. Um meine Frage zurückzukommen, wo ist das komische Falkenvieh hin? Na, wo soll das sein? Ja, das ist doch hier irgendwann noch rumgeschwebelt. Das muss ja. Ich meine, so Falkenviecher, die verschwinden ja nicht einfach so, also. Hm. Ich meine ja nur. Mit genug Munition verschwindet das. Okay. Irgendwo hier hinten laufen noch Priester rum. Ja, ultimativer Badass-Bilder ist klasse. Einfach klasse. Irgendwo hier. Da ist er. Da ist er, der Teufelsmedizinmann. Ja, ja, der steht hier. Der ist, glaube ich, wortwörtlich unbesiegbar, weil der steht nämlich hier oben. Auf der äußersten Kante. Also muss man urstweit hochrennen. Halt ganz oben steht der beim Kran da oben, den siehst du ja. Mhm. Und du kommst da halt nicht hoch. Es gibt da keine Möglichkeit. Also. Machen wir erstmal Abbruch hier. Na, immer probieren wir es, oder? Na, siehst du ja. Da haben wir es wieder.